Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Ja, wir sind relativ weit am Ende. Weit am Ende, genau, also Knossos brauchen wir noch. Persis brauchen wir. Die anderen brauchen wir eigentlich nicht, aber die erobere ich. Trotzdem. Gut. Hier brauche ich ja noch sehr lange. In drei Runden. Naja, ist nicht mehr so lange. Drei Runden, bis ich die wieder aufgestockt habe. Hier könnte ich gleich eine weitere Armee machen. So. Wieder vier Dinger, spartanische Pigniere, 4, königliche Spartaner, 2, 4, 6 und viermal das da. Ihr kennt das ja alles. So. Gut, die brauchen das da und die brauchen auch ein bisschen, also drei Runden, das ist gar nicht so schlecht. Drei Runden, um wieder in Ordnung zu sein. Und wir machen mal Schattenkämpfer. Nope. Warte. Ah, die bekommen eine Tradition. Das mache ich natürlich. Betreuen der Athene. Nope. Das war's. Next one. Also das Knossos jetzt so negativ ist, ist ein bisschen nervig. Weil den zu erobern ist schon. Also das ist zwar nur eine Stadt, aber eine mit zwei Fullstack-Armeen. So. Das wird interessant. Da brauche ich auf jeden Fall eine Flotte. Da drüben. Da nehme ich ja, da könnte ich die nehmen, die gerade in Korsika ist. Und dann ja, und dann baue ich da einfach irgendwie ja, irgendwas rum. Ja, muss ich mal schauen. Aber an sich, oder ich bezahle die einfach. Je nachdem. Ja, das können wir sogar automatisch machen. Du hast ein Loch am Po. So, hier muss ich schauen, dass hier. Okay. In Italien ist auch eine große Rebellenarmee. Genau, der hat sich jetzt wieder zurückgezogen. Ach, das nervt. Gescheiterter Bestechungsversuch, das ist gut. Rang erhöht, Siedlung wird belagert. Genau. Entdeckt, entdeckt, Frieden verhandelt, Mission erfolgreich. Wow, jetzt haben wir über 100.000. Gut, das Orakel von Delphi. So. Ja, der kann ruhig angreifen, das ist egal. Gut, hier brauche ich noch zwei Runden. Dann kann ich angreifen. Hier ist eine, ja. Oh, das ist sogar meine. Stimmt.
Ah, ja, da steht ja ein Monument des Leonidas. Ich wollte schon gerade Achilles sagen. Oh, das ist ja falsch, haha. So, dann hier. Machen wir mal automatisch. Okay, die öffentliche Ordnung. Da habe ich jetzt schon so viel geforscht, dass die eigentlich ständig so hoch ist. Gut, das ist dann die letzte Stadt hier im Süden. Gut, das würde ich sagen. Ja, kämpfen wir. Ah, okay, ja, cool. Das ist ein bisschen blöd. Ich dachte eigentlich, dass meine andere Armee noch dazu kommt. Aber egal. So, wir werden uns natürlich hier hochbegeben, so dass wir eben uns so aufstellen. Warte mal. Aber ihr könnt Es normal nähert sich gehen. feindliche Unterstützung. So, hier die da. Hier die da. Und hier die da. Und hier die da. Und dieser da hier. Und Vorsprung. Weil dann greifen wir nämlich vom Hügel aus an und bekommen einen Boni. So. Vorne hat er die, hinten Legionäre. Interessant. Das finde ich cool, dass er sich so römisch aufstellt. Also so ein Schachbrettformation mehr oder weniger. Ist schon cool. Der hat sich halt auch sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Und in zwei Reihen. Also, ja, das wird interessant. Ich muss halt versuchen, also seine Mitte werde ich nicht aufbrechen können. Weil er eben, wie gesagt, zwei Reihen hat. Aber ich will versuchen, ihn zu umkreisen. Mal schauen. Jetzt mach mal hinne. Das ist übrigens sehr blöd, dass man dieses Ziehen bei Troja nicht machen kann. Also keine Ahnung, warum nicht. Das ist eigentlich sehr, sehr dumm. Weil das war so eine. So eine Sache, die ziemlich cool war.
alles erpicken! Pieken, ich kann hier nicht rein! Ich dich verliere! Oh, geh mal auf die linke Flanke. Na, ah, verdammt. Ich dachte, da wären nur. Ich dachte, da wäre nur eine Kavallerie. Aber scheint wohl nicht so zu sein. So, das ist gerade ganz gar nicht schlecht. Unser General wird angegriffen. Upsi. Entschuldigung. Weg. Da schieße ich mal jetzt da rein. Hier komme ich hier hin. Oh, wieso? Ja. Ich klicke halt immer raus. Das ist so nervig, dass das irgendwie funktioniert. Gut. Pieken bereit. Wir erwarten eure Befehle. Steinschleuderer. Sogar Kavallerie. Gut. Das passt. Dann bitte schnell weg da. Ihr kümmert euch um den da. Hier um die da. Hier gewinne ich auch. Ich könnte den General angreifen. Dann gehe ich hier mal vor. Hier drehe ich mich um, hier greife ich da an und hier werde ich gesandwiched. Verdammt. Wo sind die anderen? Die sind da. Die greifen da an. Die sind da, okay. Verdammt. Also die Kavallerie ist tot. Der General ist aber auch tot. Gut. Okay. Gewonnen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So. Aber für die kurze Unterbrechung. Ich glaube, das passt.
wann bitte? Ich brauche den General. Der feindliche General ist. Danke. So, also Kavallerie wieder sehr gut. 300, ja. Ja. Ja, die eine Challenge war auch, also ich mache ja nach Sparta nochmal eine Challenge mit Sparta, die das Ganze noch ein bisschen schwieriger macht. Aber es gibt auch eine, in Anführungsstrichen, tierfreundliche Challenge, das heißt, du hast halt keine Kavallerie oder keine Elefanten oder Kriegshunde oder sowas. Und das ist halt dann nochmal um einiges schwerer. Also vor allen Dingen für so jemand wie mich, der halt sehr viel auf Kavallerie geht. So. Hier oben. Könnte ich eigentlich ja schon wieder angreifen, weil der hat nichts mehr. Oh, upsi. Gut. Eine Tradition und spartanisch. Tradition heißt immer mit Speeren bewaffnet zu sein. Gut, dann scoute ich mal hier runter. Entschuldigung, ich musste wieder gerade zweimal niesen, denn diese dämliche Allergie ist irgendwie auch die letzte Zeit so schlimmer geworden. Also hier ist eine Armee, wo ist denn die nächste? Da. Da könnte ich sogar nach oben stechen. Das mache ich jetzt auch. Das mache ich auch. Hier könnte ich auch nach oben gehen. Ja, das ist interessant, das kämpfe ich. Aber erst in der nächsten Folge. Sorry. Oder? Durch die Pause weiß ich jetzt nicht mehr, wie lange ich gespielt habe. Egal, dann mache ich das noch hier. Und genau. Blöd nur, dass er rausgekommen ist. Weil er hat sehr viel Plankler-Kavallerie. Sehr, sehr viel. Das ist jetzt ein Problem. Entschuldigung. Oh Mann. So, also, ja. Also mein Vorteil ist gerade, dass er seine Steinschleuderer außen gestellt hat. Das ist für mich ganz gut. Ich werde es jetzt mal so machen. Ich werde eine ziemlich kompakte Mitte machen. Und zwar zuerst die Spartaner. Und das sind Ausländer. Nee, natürlich ja zuerst die Hopliten und dann die Pikiniere. Weil die Pikiniere halten. Uiuiui. Ja, ist ja gut. Uiuiui. Genau, die Pikiniere halten halt nichts aus. Deswegen werde ich das dieses Mal so versuchen. Genau, so.
die Kavallerie geht natürlich außen hin. So. Die gehen hier ganz vorne hin, die Fernkämpfer. Und ja, ich bin sehr gespannt. Die Frage ist natürlich auch, warum macht er das? Okay, sein General ist auch Bogenschütze. Ja, das habe ich jetzt verkackt. Cool. Gut, gut, gut. Da habe ich einmal nicht aufgepasst. Okay. Die Männer wanken. Ich glaube, damit habe ich es jetzt verloren. Ich habe gerade auf mein Handy kurz geschaut. Ist das ärgerlich. Ich hab so gesagt. Ah, das ist jetzt mega. Mega cool. Gut. Aber ich werde das noch noch schaffen. Es ist noch nicht alles unser General wird angegriffen. Es war fast. So, ihr geht da lang, ihr geht da lang. Nur schaut mal, dass der nicht wiederkommt. Eine Einheit rennt vom Schlachtfeld. So, jetzt muss ich mal. Uiuiui. Okay, das da passt. Dann volle Kanne hier rauf oder da rauf. Mal schauen. Seite. Mal schauen, ob ich das wirklich noch schaffe. Ich glaube nicht. Das kann man eigentlich nicht mehr schaffen. Ich habe den Anfang schon so verkackt. Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Und nur weil ich gerade mal kurz nicht aufgepasst habe.
Das ist sehr ärgerlich. Ja, die da sind jetzt weg. Und wenn die... Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, mein General wird jetzt auch angegriffen. Das Problem ist halt auch, dass ich eigentlich meine Kavallerie für die Fernkämpfer gebaut habe. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Die wurden jetzt halt voll aufgelöst. Ah nee, das kann ich nicht mehr schaffen. Der da ist jetzt, der General ist auch tot. Den kann ich auch jetzt fallen lassen. Ich habe keine Kavallerie mehr, deswegen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja. Das ist ein schändlicher Anblick. Aha. Ist halt auch immer das Problematische, wenn man irgendwie vorspult, weil gerade nichts passiert. Unser General ist gefallen. Aber dann, ja, zu spät checkt es der Gegner jetzt angreift. Ja. Gut, dann spüren wir mal vor. Ich lass mal das vorspulen, weil es könnte sein, dass er wirklich keine Munition mehr hat, bevor er mich komplett vernichtet, was ich bezweifle. Aber das kann sein. Weil die Spartaner haben richtig, richtig geniale Fernkampfabwehr. Die da sehen so aus, als hätten die noch genug. Wir verlieren Boden. Ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. So ein Schmarrn, Mann. Also, wenn ich gescheit am Anfang gespielt hätte, beziehungsweise wenn ich das gesehen hätte, dann, Dann wäre es noch schwer geworden wegen der ganzen Plänkler-Kavallerie. Also, naja. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und das war eine Lehre für euch. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, bye bye.